Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um mega.co.nz. Ja, was ist das eigentlich? Das ist der Nachfolger Mega Upload. Und ja, Mega Upload wurde vor ungefähr einem Jahr vom Netz genommen. Einige werden sich noch dran erinnern. Und jetzt ist das neue Haus Mega Beta. Das ist seit Sonntag da draußen. Wir haben heute Montag. Aber das Video kommt erst morgen online, also am Dienstag. Und ja, auf jeden Fall ist es der Nachfolger von Mega Upload. Und was hat sich jetzt eigentlich geändert im Ganzen und ja, was jetzt der Unterschied ist und welche Nachteile bzw. Vorteile es hat, damit werden wir uns heute befassen. Also, der Vorteil ist, Mega Beta ist zu 100% legal. Ja, der Erfinder war ja von Mega Upload, der ist zurzeit eingesperrt gewesen, ob es nur eingesperrt ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, auf jeden Fall, der Erfinder hat ungefähr ein Jahr daran rumgebastelt und ja, und er hat sich so extrem damit beschäftigt und so viel Anwälte darauf gestürzt, damit es jetzt auf jeden Fall legal wird, und das ist jetzt so 100% legal. Ja, ein weiterer Vorteil ist, nicht nur, dass es legal ist, sondern dass man einen extrem großen Speicher hat. Man hat 50 GB. Einige von euch kennen Dropbox. Das ist ein Konkurrent von Mega. Und die haben bloß 2 GB. Und also man kann dann durch Werben von Freunden und alles drum und dran, kann man auf, glaube ich, 21 GB kommen. Und es liegt noch deutlich unter Mega. Wenn man für Mega noch was bezahlt, kann man, glaube ich, bis zu 4 TB oder so sich anschaffen. Und ja, das ist echt einiges. Ja, also jetzt kommen wir eigentlich zum wichtigsten Punkt. Und zwar, es ist extrem sicher. Und wirklich extrem, extrem, extrem sicher. Es ist kein, also soweit ich weiß, ist es keine andere Cloud so sicher wie Mega. Mega ist eines der sichersten Clouds. Und so aus einem ganz einfachen Grund, es hat eine sehr gute Verschlüsselung. Punkt Nummer 2. Es wird nicht erst im Internet verschlüsselt, sondern es wird direkt auf dem Desk, also auf dem PC noch verschlüsselt. Und ja, genau, es wird direkt auf dem PC verschlüsselt und man hat selbst den Code auf seinem PC als den Verschlüsselungscode. Und somit kann selbst der Erfinder von Mega nicht, also angeblich nicht drauf zugreifen. Ja, und auf jeden Fall ist somit sehr sicher. Man braucht inzwischen, es ist zwar eine HTTPS-Verschlüsselung, aber man bräuchte keinen. Das kann man über Menü. Ich zeige jetzt nichts, weil das ist wirklich extrem langsam. Es hat schon ungefähr 1 Million Anwender innerhalb von 24 Stunden. Und deswegen, das könnt ihr vergessen, es registrieren sich viel zu viel und so. Und deswegen ist es zurzeit halt noch extrem langsam. Das ist ein Nachteil. Hochladen kann man derzeit irgendwie gar nichts. Als ich habe es da versucht, da 0%, das lädt jetzt seit 48 Minuten hoch. Das wird nicht mehr, da habe ich damals noch keinen Account gehabt. Man kann auch hochladen, wenn man keinen Account hat. Ja. Jetzt wollte ich aber jetzt zum HTTPS erzählen. Das kann man dann auf jeden Fall abschalten, dass man nur noch mit HTTP reingeht. Aber ich rate davon ab. Macht HTTPS, ist auf jeden Fall das sicherste. Noch sicherer. Aber auf jeden Fall, das wird auf dem Desktop schon also auf dem PC verschlüsselt. Und da liegt dann auch der Schlüssel, wie ich das jetzt gelesen habe. Und deswegen ist es so extrem sicher. Ja, und dann gibt's noch, man kann es ja dann noch den anderen Freunden preisgeben, also den schicken als URL, also als Link. Und das, ja, man muss mal den halt einfach einen Link schicken und dann wird es sehr wahrscheinlich wieder unsicherer, weil die dann auch den Schlüssel quasi bekommen. Okay, dann kommen wir eigentlich zur nächsten Frage. Wird sich Mega durchsetzen? Ja, das hängt eigentlich ganz davon ab, wie sich es in den nächsten Tagen, Wochen so gestaltet, weil es ist noch in der Beta-Phase und es ist ja jetzt seit 2 Tagen online. Es hat noch viele Probleme, zum Beispiel langsam Internetverbindung. Es gibt noch keine Programme für den Desktop, also auf dem Computer kann ich noch kein Programm installieren, mit dem ich die Cloud besser bedienen kann. Ja, wie zum Beispiel Dropbox hat dafür so ein Programm. Es gibt keine mobile App,
Also ich muss aufwendig über meinen Browser noch das herunterladen. Und ja, ein weiterer Punkt ist, dass man sein Passwort nicht zurücksetzen kann, als wenn man es vergessen hat. Und das ist halt eigentlich, auf der einen Seite ist es wirklich extrem sicher, auf der anderen Seite ist es scheiße, da sind einfach die ganzen Daten weg. Ja, das ist eigentlich das, was die Nachteile zurzeit von Mega sind. Und Vorteile hat es eigentlich viel mehr. Zum Beispiel 50 GB Speicher, was ich erwähnt habe, die extreme Sicherheit. Man kann inzwischen sogar Kontakte. Und ob die Anonymität jetzt noch gewährleistet ist, wie früher beim Mega-Upload, das weiß ich nicht. Aber so, also ich schätze schon, weil also die wollen ja wirklich nur eine E-Mail-Adresse und was ich so, also ich weiß nicht, ob man es auch so hochladen kann. Es funktioniert bisher, ist bei 0%. Ich habe es auch versucht mit einem Account hochzuladen, ging auch nicht besser. Von daher kann ich euch noch nicht keine Auskunft darüber geben. Ich bleibe auf jeden Fall dran am Ball und sobald es besser geht, werde ich euch regelmäßig davon mal berichten, irgendwelche Neuerungen oder irgendwann werde ich mal wieder davon berichten. Ja, das kann jetzt aber echt ein Stück dauern, so ein Vierteljahr kann es dauern, mal schauen. Auf jeden Fall, ja, man kann wahrscheinlich, also wie es jetzt so aussieht, kann man auch, wenn man nicht angemeldet ist, kann man Dateien hochladen. Das wäre natürlich einen großen Vorteil, man wäre anonym. Und ja, es kommt damals wie Mega-Upload, dass man einfach, ja, die ganzen Dateien hochladen kann. Ob sich das jetzt auch im Internet auf YouTube und so durchsetzen wird, mit den ganzen illegalen Sachen, das weiß ich nicht. Aber der Vorteil ist, der Chef, also der, wo es entwickelt hat, der weiß ja selbst darüber quasi nicht Bescheid. Und er wird es auch nicht löschen, weil er ist jetzt nicht beim Haken. Es ist quasi der am Haken, der es hochgeladen hat, wenn man ihn ausfindig machen kann. Weil er hat es so gemacht, dass so schlau gemacht, dass er auf dem Desktop das verschlüsseln lässt. Und da es auf dem Desktop verschlüsselt wird und nicht erst im Internet, hat er kann er sagen, hat er nicht den Schlüssel. Ob er ihn nicht hat, ob er ihn wirklich nicht hat, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, er kann sagen, er hat jetzt keinen Schlüssel, der es auf dem Desktop verschlüsselt wird. Und somit kann er nicht auf die Daten zugreifen und er kann nicht kontrollieren, welche Daten in diesem Fall, ja, in diesem Fall hochgeladen werden. Und somit ist er komplett aus dem Schneider. Und das ist die. Der Hintergrund dieser geilen Sache. Das ist eigentlich richtig gut. Und ja, wie sich es weiterentwickelt, das werden wir jetzt sehen. Wenn die ganzen Probleme behoben werden, weil zurzeit kann man nichts hochladen, es ist ja extrem scheiße. Ja, dann, wenn es dann behoben wird, dann glaube ich, wird sich schon durchsetzen, weil es hat echt innerhalb von einem Tag, habe ich gelesen, 1 Million Nutzer. Und das ist extrem viel. Das sollte erstmal in Netzseiten nachmachen. Ursprünglich hätte es ja die Domain gehabt. Es ist nur mal so eine Nebensache. me.ga. Die wurde aber dann wieder gesperrt. Also wieder nicht bekommen. Weil er damals im Gefängnis oder so war. Und die haben gemeint, ach nee, damit wollen wir nichts zu tun haben. Ich weiß jetzt aber nicht genau wieso. Auf jeden Fall wurde die Adresse gesperrt. Und jetzt hat es so eine komische Internetadresse. Ob sich die ändern wird, das weiß ich jetzt persönlich nicht. Das werden wir jetzt auch einfach mal sehen. Ich hoffe mal, dass sie sich ändern wird, weil das ist in eine niederländische Internetadresse und das ist eigentlich recht komisch. Außerdem auf vielen Sprachen ist es. Englisch ist natürlich perfekt übersetzt, also perfekt, und Deutsch ist es so mittelmäßig übersetzt. Also ich also Übersetzung ist noch nicht überall vorhanden. Wie zum Beispiel AGBs sind ist nicht vorhanden, soweit ich weiß. Unser so Zeugs ist noch nicht vorhanden. Das dauert einfach seine Zeit. Ist ja auch noch in der Beta-Phase. Ja, und wie gesagt, ich werde euch davon berichten. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.